and on. I'm searching for relation. Am I calm? Times are hard. Sticking in a nation. Die Lisi. Ja. Die meisten Leute fragen halt, ob das unangenehm ist mit Geschwistern. Bei uns ist es halt anders. Wir haben schon von klein auf eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt. Und deswegen, wir kennen uns einfach super, wir verstehen unsere Schwestern. Wir können einfach wirklich super miteinander. Und deswegen ist es mit ihr nicht anders als mit Burschen. Sie hat auch irrsinnig viel Energie. Man merkt einfach, dass sie viel Bühnenerfahrung hat. Dass sie einfach immer 150% gibt. Das heißt, sie ist immer am absoluten Limit, gibt mehr als ihr Körper eigentlich oder ihre Stimme eigentlich hergibt. Und energetisch Wahnsinn. Sie denkt immer viel im Voraus, was auch gut ist, plant viel, super. Und dann ist sie aber doch diejenige, die dann fünfmal zum Bandbus zurückrennen muss. Sie checkt alle Sachen nebenbei. Also sie hat das organisiert, dass wir ein Label haben. Sie hat das eigentlich organisiert, dass wir einen Booker kriegen. Das ist einfach ihr Ding. Sie will das machen, sie zieht das durch. Da bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Sie steht einfach vorn. Sie ist einfach, auch wenn das oft ungewünscht ist bei Rockbands, bei uns auch, wir wollen nicht die Lisi und die Band sein. Es ist halt trotzdem so, sie ist die Sängerin, sie steht vorn. Ja, sie ist halt diejenige, die Band am meisten repräsentiert, die auch die Band am meisten pusht, meiner Meinung nach, die immer die Vision oder die Ziele, wie groß die Band werden soll oder was wir eigentlich erreichen wollen, immer vor Augen hat und uns da auch da immer wieder pusht und das vor Augen hat. So, ich gehe jetzt mal zum Merchstand, ein bisschen Business machen. Sie ist auf jeden Fall die Bandmama. Ich glaube, die Mama bin eher ich. ich würde sie als Vater der Band bezeichnen. Und mich als die Mama, glaube ich. Wie die Band entstanden ist, das war bis zu einem großen, sehr großen Teil eigentlich auch ihre Idee. Und das ist einfach ihr Baby. Sie ist die Frontfrau, sie ist die Sängerin, sie repräsentiert die Band, sie schreibt die Texte, das sind ihre Gedanken, ihre Emotionen, die sie da verarbeitet. Und von dem her ist sie sicher die Bandmama, die auch immer versucht, das Ganze eben zusammenzuhalten. Und auch wenn es mal Streit hat es eigentlich eh noch nie gegeben, aber Diskussionen oder Unstimmigkeiten gibt, irgendwie da wieder auf einen gleichen Nenner zu kommen. Und schaut auch immer, dass sich jeder wohlfühlt. Und es liegt ihr sehr am Herzen, dass jeder glücklich ist und jeder das bekommt, was er will. Und da kann er irgendwie bei irgendwelchen Sachen zu kurz kommt oder irgendwie seine mit irgendwas nicht einverstanden ist. Eine Macke von der Lisi. Ich bin ihr kleiner Bruder, das ist manchmal ein bisschen mühsam noch, dass sie das ein bisschen ablegt. Ist, glaube ich, schon ein bisschen stur. Das muss gemacht werden. Du mach das. Sie ist immer sehr optimistisch und sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr überlegt und trotzdem chaotisch. Das ist jetzt eigentlich ein Geheimnis, was ich da verrate. Weiß eigentlich noch niemand, die Lisi ist das Mädchen in der Band. Das einzige nämlich. Die Lisi ist halt ein Mädchen. Die Lisi hat am Anfang glaubt immer, wir nehmen auf sie Rücksicht und machen über sie nicht so viel Scherze. Und sie hat gesagt, wir sollen sie auch ein bisschen mehr verarschen. Also, das ist dann sogar ziemlich ausgeartet. Seither haben wir da ein ziemliches Gleichgewicht. Also nein. Also wir haben schon ein Musikerniveau, das einmal sehr tief liegt. Aber so von dem Musikerniveau, wie weit das noch runtergehen wird, sind wir eigentlich an der oberen Grenze. Also wir sind eh eine recht brave Band, was das angeht, und deswegen geht das durch. Es ist nicht weniger tief als mit einer reinen Bubenband. Es hat so, also tief, ja. Es ist genauso lustig und man muss nicht auf nichts Rücksicht nehmen. Gerade bei der Lisi nicht. Die kann Genierer und nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Ob das ihre Geschwister anwesend sind oder nicht, ist völlig wurscht. Lisi ist genauso drauf wie ein Typ auf Tour. Keine Ahnung, ist das irgendwie voll witzig.